Der Schiffsfünfliber ist für die Verantwortlichen definitiv nicht ins Wasser gefallen. Der ZVV zeigt sich nach dem ersten Jahr zufrieden, obwohl sie ein Drittel weniger Fahrgäste verzeichnet haben und das angestrebte Ziel von 3 Millionen Mehreinnahmen noch nicht erreicht ist. Wir haben immer gesagt, die 3 Millionen, das ist ein mittelfristiges, langfristiges Ziel. Von dort her braucht es eine Tarifmassnahme, braucht eine gewisse Anlaufzeit. Den können wir eigentlich erst in den Folgejahren voll realisieren. Also von dort her sind wir diesbezüglich überhaupt nicht überrascht. Überrascht hat allerdings der Umsatzrückgang von rund 15% in der Gastronomie. Wir haben gewusst, dass etwas in die Richtung geht. Von der Dimension oder vom Ausmaß letzten Endes, mit dem haben wir nicht gerechnet. Der ZVV will das Privatunternehmen, das die Gastronomie betreibt, darum einmalig mit knapp 170'000 Franken unterstützen. Auch die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft hat Massnahmen ergriffen. Die ganze Jahresangestellten sind um 2 Stellen reduziert worden und arbeiten jetzt dort in diesem Bereich mit mehr Saisonier. Und das Angebot auf dem Schiff wird auch entsprechend gestraft. Die Karte wird kleiner, ein Teil wird zur Selbstbedienung, aber dafür soll die Sonnendecke mit Lounge-Sessel gemütlicher werden. Für Schulklassen aus dem Kanton Zürich fällt der Zuschlag ab diesem Jahr sogar ganz weg. Damit will man wieder mehr Fahrgäste gewinnen. Viele Menschen haben sich richtig verweigert, in dieser öffentlichen Diskussion auf den Zürichsee noch gehen, wegen diesen 5 Franken. Und das bedauere ich. Ich glaube, wir haben einen schönen Zürichsee. Eine Schifffahrt auf dem Zürichsee ist übrigens eine der günstigsten Schifffahrten auf der ganzen Schweiz. Für die SP vom Kanton Zürich ist die Bilanz nur eine Bestätigung, dass der Schiffszuschlag ein Desaster ist. Es schadet dem Kanton Zürich. Es verärgert die Leute, angefangen von den GA-Besitzern über die Schiffspendler, die Schulklassen und schlussendlich auch die Touristen. Seefrieden herrscht also noch kein. Nächsten Mittwoch wird die SP bekannt geben, wie sie gegen den Zuschlag weiter vorgehen wird.